So Leute, es geht los. Der Bart ist ready. Noch nicht ganz, er zieht sich gerade um. Geil. Also, 6 am Morgen, sehr schön. Ja, es ist so der Worlds morgen. Wir haben jetzt nicht viel Zeit. Wir haben jetzt gerade Soundcheck gemacht. Wir frühstücken jetzt oder ich nehme die Schüssel mit rüber. Und dann geht es langsam los. Es ist halt wirklich schwierig. Aber ich zeige euch dann nachher unser Setup und so weiter, wie es in unserem TV-Studio aussieht. Jetzt aber erstmal essen. Und ihr wisst, was es gibt. Es geht los, Leute. Seht ihr diese Kackmöwen hier? Goodbye. Goodbye. Goodbye, my homeless lover. Goodbye. My homeless dream. Ich kann ja das gut singen, seht ihr das? Goodbye. Goodbye. Ich habe heute keine Hand frei, um es auszumachen. Ich muss mit meinen Zähnen machen. Oh, Boss. So Leute, hier, das ist unsere Chill-Ecke. Da gibt's Worlds in Space. Das ist unsere Analyse hier hinten. Da gibt's Analyse in Space. Und hier werden wir kommentieren. Das wird natürlich ein anderer Bildausschnitt sein. Aber ihr seht schon Siegs und den ganzen Spaß. Na, er wird ein bisschen anders aufgefahren. Aber das ist halt. Der Katzenmann muss das machen. Sonst hat man Probleme. Probleme, Probleme. Probleme, Probleme. So, Haare gemacht, geschminkt wurde ich jetzt auch. Vielleicht das letzte Mal, dass die Haare gemacht worden sind, ich weiß es nicht. Ja, verlieren kann ich halt nicht, weil entweder 75.000, epischer Rekord, oder nicht. Dann habe ich wenigstens noch meine Haare. GG. So, ist schon vorbei, Leute. Harter Cut. Für euch, Fnatic 0-3 verloren. Sehr scheiße, finde ich. Hat sein Positives. Ihr seht, ich habe offensichtlich noch Haare. Also ich fand es schön. An sich. Gut organisiert. Auch hier, wir haben ja noch unsere kleine Abschieds-, unsere kleine 100 Millionen Views-Party gemacht und so. Super schön, aber leider halt, also. Hätte jetzt, also die 75.000 haben wir offensichtlich nicht geschafft. Aber. Ja. 0-3 ist kein schönes Finalergebnis. Für niemanden, finde ich. Außer für Invictus. Für Invictus ist super geil. Aber wir brauchen Spannung. Und das haben wir leider nicht geschafft. Jetzt geht's nochmal hoch. Ich nehme jetzt hier meine Jacke. Geh hoch, zieh mich nochmal um. Und esse hier noch. Ich habe jetzt noch einen halben Bagel gegessen, so einen Gemüsebagel. Kohlenhydrate. Aber ist ja okay. Ein paar davon kann man essen. Ich esse jetzt quasi nochmal Kürbissuppe. Wenn die noch da ist. Und dann die Reste Fleisch. Okay? Sehen uns oben. So. Ich bin jetzt fertig mit allem. Video. Also. Alles ist ready. Du gehst kacken. Ja! Jetzt machen wir noch eine Tätigkeit. Ich gehe nämlich hoch in die dritte Etage. Da ziehen wir nämlich bald hin. Na, Freaks wächst ja immer fleißig. Und die obere Etage ist jetzt so ausgebaut, das ist quasi so ein Prachtstück, dass wir erstens mit unseren Talentmanagern so in einem Raum sind, einem sehr großen Raum, und unsere Studios da sind. Wir haben jetzt aktuell Studio 3 und 4, was wir so benutzen. Und 3 ist dabei sehr hart ausgelastet. Aber das Entscheidende ist, dass wir jetzt 4 Aufnahmestudios haben. Und gucken wir jetzt mal. Oh, das hat mich jetzt schon irritiert, ja. So. Das, meine Damen. Das ist quasi, hallo, das Neue. Und es ist halt einfach übelst platt. Also muss ich mir mal vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie in die Ecke gehe. Ja. Es ist halt wirklich riesig. Und jetzt muss man halt gucken, wie man sich quasi verteilt, wie man sitzt. Weil hier soll irgendwie noch eine Trennfläche hin, eine optische. Und sonst ist, also, ja. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch mit Christian besprechen, wo ich mich hinsetzen werde. Eventuell, weil sowas ist zwar übel nice, aber Licht auf dem Monitor ist zum Schneiden. Gucken wir mal.
So, Kaffeemaschine haben wir natürlich auch. Hier ist mal lecker Cappuccino. Wir haben Wasserfilter. Das ist immer sehr nice. Also kühles, angenehmes Wasser oder mit Sprudel drin. Und die Küche ist natürlich sehr schmal hier oben. Und wir haben die jede Etage anders gebaut. Das ist ein richtig verrücktes Haus. Na, aber trotzdem mit Spülmaschine, Ofen, also keine Herdplatte. Das heißt, ich werde trotzdem wahrscheinlich in der Küche unten mein Werk tun. Aber sonst sehr nice. Und ich muss jetzt noch Christian finden. Where is he? So Leute, haben wir jetzt oben alles angeschaut. So ein bisschen den Plan geklärt. Es sind lustige Clusterungen dabei. Also, ja, es werden viele Tische zusammengeschoben werden. Ja, so ein bisschen wie ein Klassenzimmer. Ja, muss man durch. Ich werde wahrscheinlich trotzdem so einen Einzelplatz kriegen, hinter mir die Katharina parken, damit ich da immer über die Schulter gucken kann und sie mir natürlich. Ja, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Käffchen getrunken. Und jetzt machen wir Sport. Heute ist nämlich ein Familientreffen noch. Das schaffe ich aber nicht hin. Also es war sowieso so geplant, dass ich nicht hinschaffe. Deswegen fahre ich jetzt zum Sport. Fahre dann danach nach Leipzig. Ich hoffe, dass verkehrsmäßig funktioniert. Und dann bereite ich noch ein Streamchen vor. Ich werde wahrscheinlich nicht, also definitiv nicht streamen. Na, aber ich wollte halt mit meinem Vater World of Tanks zocken. Das wird sehr witzig und das ist der Plan. So Leute, bin jetzt da. Na, Diana und die Kinder sind jetzt noch bei einem Familienfest, also zu einem Essen eingeladen. Und ja, ich bin jetzt in Leipzig angekommen. Das ist mein Essen. Lecker schmecker. Na, das esse ich jetzt. Dann mache ich mich noch ein bisschen frisch und dann hole ich die Kiddies ab. Ja, und Diana auch. Alles klar. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut doch rein und viel Spaß beim Fitwerden.